Ankunft von Olaf Scholz in Sachsen-Anhalt. Zweiter Versuch, das Thema Hochwasser auf Kanzlerniveau anzugehen. Anders als zuvor in Niedersachsen trägt er diesmal Gummistiefel. Ganz nach Vorbild von Altkanzler Gerhard Schröder beim Elbhochwasser 2002. Der direkte Vergleich hier im Bild zu sehen. Olaf Scholz ist gewiss keine Stilikone, muss er auch nicht sein. Aber Gespür fürs Volk will er als Kanzler doch beweisen. Keine leichte Aufgabe in einem Bundesland, in dem die Sozialdemokraten in Umfragen im niedrigen einstelligen Bereich liegen. Auf Tuchfühlung zu gehen mit Betroffenen, das scheint in Sangerhausen nicht ganz zu klappen. Herr Bundeskanzler, Sie wissen schon, dass heute die ganzen Freiwilligen nach Hause geschickt werden, nur weil Sie hier da sind. Das ist das, was ich dann da mitkommen. Ja, die sag ich auch. Oh, da können wir weitermachen hier. Da können wir weitermachen. Der Kanzler geht stur weiter. Immerhin gibt es die Möglichkeit für ein Gruppenfoto mit Ministerpräsident Haseloff und Bundesumweltministerin Lemke. Einmal mehr Stiefel zeigen für die Fotografen. In Sangerhausen wird ein Deichbruch befürchtet. Olaf Scholz sagt dem Hochwassergebieten in Deutschland Unterstützung zu. Dann beendet er seinen Besuch.